Am 1. Oktober ist sie von uns gegangen. Die Anwesenheitspflicht. Begraben im Hochschulgesetz des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Laut § 64 Absatz 2a darf die verpflichtende Teilnahme von Studierenden an Lehrveranstaltungen nicht als Teilnahmevoraussetzung für Prüfungsleistungen gewertet werden. Davon ausgenommen sind nur Exkursionen, Sprachkurse, Praktika, praktische Übungen und vergleichbare Lehrveranstaltungen, deren Inhalte nicht durch Eigenleistung erlernt werden können. Studierende können Verstöße beim AStA melden. Die Universität Münster ist gefangen in tiefer Trauer. Vor allem die Dozierenden versuchen sich durch Wut von ihrer Betroffenheit zu befreien. Es trafen erschütternde Nachrichten im Postfach des AStA ein. Finden Sie nicht, dass die Einrichtung eines Denunziationsbriefkastens beschönigend als Anwesenheitsmelder bezeichnet, fatal an die miesesten Praktiken von Unrechtsstaaten erinnert, zumal, wenn die Informanten noch nicht einmal ihre Personennamen, Adressdaten, Matrikelnummer etc. pp., sondern allein ihre, nicht selten fantasievolle, E-Mail-Adresse hinterlegen müssen? Ich erwarte von Ihnen bis Donnerstag, den 6. November 2014, 12 Uhr, eine Konkretisierung bzw. Revokation Ihrer Anschuldigung, und zwar in schriftlicher Form. Liegt das erbetene Schreiben bis zu diesem Zeitpunkt nicht vor, behalte ich mir die Einleitung geeigneter juristischer Schritte gegen Sie persönlich vor. Anzeige wegen falscher Verdächtigung sowie Verletzung der Sorgfaltspflicht mit Bezug auf die Überprüfung mutmaßlich falscher Anschuldigungen seitens Studierender. Nun kann es ja sein, dass Sie ein wenig mehr Aufregung ins westfälische Studentenleben bringen möchten. Aber so etwas gehört definitiv nicht zu den Aufgaben einer demokratisch verfassten Studierendenschaft. Ich rege an, darüber noch einmal nachzudenken. Und falls Sie eine Diktatur kennenlernen wollen, ein Auslandsjahr in Weißrussland bietet sich möglicherweise an. Wer ersetzt mir den Verlust von kostbarer Lebens- und Arbeitszeit, der in die von Ihnen provozierte Beantwortung teilweise sinnloser, teilweise anmaßender Anfragen geflossen ist? Auch Studierende sind mit ihrer Trauer überfordert. Von einem Studierendenausschuss erwarte ich mir die Wahrung eines gewissen niveauvollen Levels, nicht aber das Bedienen vordergründiger Bedürfnisse von Schmalspurstudenten, die sich durch geistigen Anspruch, offene Diskussionskultur und einen in den letzten Jahren ohnehin an den Rand der Lächerlichkeit herabgesetzten Arbeitsaufwand bedroht fühlen. Nun bleibt nichts als zu hoffen, dass die Uni Münster wieder aus dem Sumpf der Trauer aufersteht und bald wieder Zucht und Ordnung herrscht.